So, da sind wir wieder im End. Ich habe es mittlerweile fertig gebaut. Falls ihr irgendwelche Stimmen im Hintergrund hört, das ist meine Familie, dass ich nicht einmal an die einfachsten Sachen halten kann, wie dem auch sei. Ich habe hier alles mit Leaves gebaut und habe gespawnt auch nichts. Und das liegt daran, dass hier zu viele Endermen ziehen. Außerdem musste ich den Gang 1 vorverlegen, weil ansonsten unser guter Freund mit dem Namen Endgenerierung das Loch sonst wieder zugemacht hätte. Das heißt, wir platzieren jetzt erstmal Wasser hier. Im End. Wobei es vielleicht doch sinnvoller wäre, hier ein kleines Löchlein zu buddeln, in das ich mein Wasser machen kann. So. Oder anders gesagt. Und der teleportiert sich weg. So. Hier sind viele Endermänner. Und tschüss, Endies. Ihr dürft hier irgendwo sein. So. Möchte euch hier nicht haben. Meistens sind die wohl hier. So. Wo ist denn jetzt die Quelle? Die ist hier. Hey, dann müssen wir nur noch die Endermans vertreiben von hier. So, und tschüss. Warum strömt das alles in diese Richtung? Du sollst nicht in die, sondern in diese Richtung strömen. Nein. Eigentlich wollte ich das nicht so haben. Sondern so. Oder so. So geht's auch. So. So. Hier noch ein bisschen Wasser. Kommt schon, Andys. Wasser wird euch gut tun. Ich mag Wasser. Und jetzt habe ich hier eine. Nein, habe ich nicht. Okay. Ich dachte nur, ich hätte hier eine Infinite Water Source. So. Wir müssen jetzt einfach stupide das gleiche die ganze Zeit bauen. Einfach um die Endermans hier möglichst fernzuhalten. Okay. Dieser Block weiß offenbar nicht, wo er hin will. Und ich sage bye, Andy. Inklusive euch, Andys. Bye. So. Gut. Dann zurück zu unserem Lol. Zurück zu unserer Quelle, die offenbar vollkommen verpackt zu sein scheint. Weil es vielleicht so rum besser wäre. So. Da kann ich kein Wasser setzen, aber hier kann ich welches setzen. Reportet sich der die ganzen Endermans hier überall weg. So. So.
Ich hoffe mal, das war mehr oder weniger genug. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt hier genau hier Wasser setze? Was passiert dann? Wir können keine Andys hier spawnen. Ich hab doch noch. Müsste noch. Ja, ich hab noch Leaves. Ich nehme mal kurz hier diesen einen Dirtblock weg. Und setze da mal einen Leafblock hin. Ja. Den brauche ich eigentlich auch nicht. So. Schauen wir mal, da hinten ist noch nichts passiert. Ich stelle mal meine Chunks-Sichtweite runter. Graphic Settings, Sichtweite, stellen wir mal auf 8. Machen wir mal 8 Chunks. Damit sollte möglich eigentlich alles funktionieren. Ich habe natürlich jetzt kein Sword Device bei mir. AKA, ich habe kein Schwert bei mir. Und wir haben auch noch keine Ender Pearls. Halt, stopp, es kommt jetzt im Winter. Aber wenn wir das weiterhin so machen, sollte das eigentlich funktionieren. Ich hoffe es selbst. Wobei ich die Sichtweite noch weiter runterstelle auf, sagen wir, 6. Müsste eigentlich alle Chunks beiladen. Eigentlich sollte dann auch die Insel nicht mehr geladen sein später. Oder ich habe es zu nah an der Insel gebaut, wie dem auch sei. Eigentlich will ich das nicht. Unbedingt. So, Frage. Erstmal aufladen unser Wasser, aka unseren Wassereimer. So, jetzt gucken. Weg. Ja gut, weil ich die Sichtweite runtergestellt habe. So, Frage. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt aus dem End rausgehe? Alles, was ich gerade nicht brauche, geht dahin und alles, was ich brauche, hierhin. So. Dann mal kurz in den Nether und zurück ins Ende. Denn es brennt mir auf den Fingern zu erfahren, ob das Wasser entfernt wurde. Meiner Erfahrung nach ja. So. So gehen wir mal einfach ohne Rüstung hin. Never spazieren und ohne Waffe. Außer ihr denkt, dass die Picke eine ist. So. Ja. Ich muss auch endlich mal diese Stufe im Enddungeon da reparieren. Das war ja vorher der Spawner. Ich höre etwas, was mir nicht gefällt. Ich kann das natürlich. Ihr könnt das natürlich nicht hören, weil ich die Sounds nicht eingeschaltet habe für euch. Bitte geht weg. So kann ich in aller Seelenruhe mich für da sehen. Okay. Dann darf ich in aller Seelenruhe ins Ende verdünnisieren. Und schon. Yep. Null Water. Hier. Wusste ich doch. Natürlich ist da auch nichts gespawnt. Aber jetzt haben wir wenigstens den Beweis, dass die Spawn-Plattform Change Protection hat. Also Änderungs. Hier waren doch haufenweise Wasser-Sachen. Hm.
seltsam. Wie dem auch sei. Wir können also nichts daran drehen, außer dass wir hier keine freien Flächen zurücklassen sollten, wo Enders spawnen können. Heißt, die Endermänner dürfen keine Möglichkeit bekommen, spawnen. So, außer auf ein paar wenigen Blöcken, aber das ist mir auch sowas von Wurst. Ja, wie gesagt, Jacke und Hose. Und tschüss, Handys. Dämliche Wassermechanik. Dämliche neue Wassermechanik. Nein, böses Wasser aus. Pfui. Braves Wasser. Braves Wasserchen. So, hier gibt es ganz, ganz viele Andys und ich schalte mal meine Sichtweite wieder hoch. Auf 9, 26 Chunks sind zu viel, 16 Chunks. So. Nein, ich möchte nicht zurück in die Overworld. So, letzte Woche war ja Halloween und ich weiß, ich komme mit dieser Sache etwas spät, aber bei mir gibt es keine Halloween-Videos, weil juckt mich nicht besonders. Ich kann Halloween eigentlich auch nicht besonders ausstehen. Und daher, ja, weil es ist halt ein Tag wie jeder andere, nur dass wie an Fasching die Leute sich verkleiden. Was für ein interessanter Bug. Das ist einfach nur ein Anzeigeblock. Das will ich jetzt rausfinden. Moment, das will ich jetzt echt mal testen, was passiert. Ja, dieser Bug trifft ein, sobald man Wasser rausnimmt. Hier ist nämlich, eigentlich sollte hier noch Wasser drin sein. Was für ein interessanter Water Source Bug. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich, das ist eine lustige Sache. Wird sich wahrscheinlich wieder regenerieren, wenn wir aus dem Ende rausgehen. Würde ich zumindest mal denken oder hoffen. So. Hier sind zwar noch ganz viele Endermen und Wasser, aber das juckt mich jetzt nicht die Bohne. Will ich vielleicht eine 2 Level Dings hin? Kann ich das vielleicht hin? Okay, ich habe offiziell nichts zum Futter dabei. Ja, man kann auch eine einer Block Source-Quelle erschaffen. Nee, das. Das sollte so nicht funktionieren. Ich will das tatsächlich hinkriegen. Nein. Fried ging's. Wie man sei, dieser Riesenplatz. Wir sollten das Portal schützen. Am besten, wenn ich einen kleinen Schutzwall um das Portal herum baue, würde ich sagen, hier ist mir das relativ Wurst. Nein. So sollte ein Wasser hier ran können, sofern ich das nicht erlaube. So.
Wir kommen schon hier durch nach Hause, aber nichts anderes. Gut. Ja gut, egal. Lassen wir es bei dieser Dreier-Dings. Und ich habe auch kein Essen mehr. Also, ja. Schauen wir mal nach, ob in der Zwischenzeit hier im End im Endemail-Lager sich was getan hat. Hier ist Wasser schon nach, aber ich bezweifle es. Es sieht nämlich nicht danach aus, als ob hier Endermans oder so gespawnt sind. Ich werde natürlich off-cam mal lange hier stehen und darauf warten, dass was passiert, aber aktuell, werde ich das nicht tun. Trotzdem danke ich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Video und ciao.